Ja, Halli, hallo, Hallöle. Heute mal wieder mit einem besonderen Ereignis. Ja, das ist ja fast wie in den Tagesthemen hier. Nein, wir sind einfach glücklich und froh. Wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal darüber berichtet gehabt, über den Strahlenschutz vom Handy. Dann haben wir darüber gesprochen, wie schlimm und schwerwiegend manche Handystrahlungen sein können. Manche konnten es gar nicht glauben, dass, was ich gesagt habe, dass man, wenn man sechs verschiedene Handys in Schaltung, das heißt also, die sind dann alle an, und davor eine kleine Pfanne platziert, dort dann ein Ei hineinhaut, dass dieses dann mit der Zeit ein Spiegelei wird. So stark sind die Strahlungen. Sogar die WHO, auf die wir gestern geschimpft haben, weil die machen mal so und die machen mal so. Ja, ist halt WHO. Ja, keine Ahnung. Die haben letztendlich darüber geschrieben, dass Handystrahlungen letztendlich Zellen in Krebszellen verwandeln können. Nach diesen ganzen Mitteilungen von mir waren wir, upsdiwups, auf einmal komplett ausverkauft. Wir haben unsere kleinen Plättchen nicht mehr gehabt. Das ist ein sogenannter Handystrahlenschutz. Die waren alle komplett ausverkauft, werden in Russland an der Mine hergestellt vom Chungit und naja, es waren keine mehr da. Lieferung dauert meistens immer einen Monat, bis es von Russland letztendlich uns hier erreicht. Und heute durfte mein lieber netter Rainer, der mir hier wirklich immer tatkräftig Unterstützung bietet bei allem Versand, Einpacken und so weiter und so fort, ist dann zum Zoll gefahren und haben wir dann bekommen. Jetzt dürfen wir letztendlich wieder frohen Mutes verschicken. Das heißt also, wir haben wieder 100 Stück auf Lager. Mehr konnten die auch gar nicht in dieser kurzen Zeit produzieren, weil wir gesagt haben, wir brauchen das rucki-zucki jetzt per Express. Jetzt sind sie wieder da. Die einfachste Handhabung als solches ist letztendlich, ja, man entnimmt diesen Stein dort raus. Auf der Rückseite ist ein Klebeband und dann hat man hier meistens ein Handy in so einer Hülle oder auch nicht. Und dann haben wir den hier einfach auf der Rückseite platziert. Das Stückchen Chungit ist 2,5 cm lang. Hoppala, hoppala. Wo haben wir es? Wir haben was? 2,5 cm lang, 1,5 cm breit und höchstens 2 mm dick. Also es passt super einfach hier in so eine Handyhülle hinein. Zack, bums, fertig. Natürlich geklebt und dann fällt es auch gar nicht auf, dass da was drin ist. Wie gesagt, ist es auf der Rückseite ist ein Klebestreifen. Kann man jetzt ganz schlecht erkennen. Klebestreifen, doch jetzt sieht man das. Okay. Und so ist man letztendlich vor den Handystrahlungen geschützt. Ich kann auch ganz kurz noch etwas dazu vorlesen. Basierend nämlich auf den Untersuchungen wurde festgestellt, dass Chungit dazu neigt, elektromagnetische Strahlung im Bereich von 100 Kilohertz bis zu 2000 Megahertz zu unterdrücken und das elektromagnetische Signal zu dämpfen. Wenn also die Wechselwirkung mit elektromagnetischer Strahlung erfolgt, unterdrückt die Chungitplatte, die wir hier gesehen haben, 70%. Im Jahre 2011 hat die Weltgesundheitsorganisation anerkannt, dass Handystrahlung, ja, die WHO wieder, ne, die ist mal dort und mal dort, so wie die sich da so schwängelt, ne, mögliche krebserzeugende Effekte auf den Körper haben und zur globalen Zunahme der Inzidenz von Hirntumoren beitragen. Ist ja wohl logisch, habe ich ja auch in dem letzten Video gezeigt gehabt. Wenn ich mein Handy an meinem Ohr habe und mein Handy kann diesbezüglich ein Spiegelei, ja, also ein Ei in ein Spiegelei verwandeln, dann muss ich mir mal vorstellen, was für eine Strahlung hier die ganze Zeit über meinen Kopf und in meinen Kopf, in meine Zellen, was da letztendlich herrscht und was da für eine zellular, molekular, neubiologische, ja, Sache passiert, die ganz schön gefährlich ist. Immer ein bisschen ballerballer wird, ne? Eine aktuelle Studie in der Zeitschrift, wie gerade erwähnt, Zellular and Molecular Neurobiology, veröffentlichte, bestätigte dort letztendlich, dass Mikrowellenstrahlung vom Mobiltelefon in der Lage waren, normale Zellen in Krebszellen zu verwandeln.
Okay, wir haben letztendlich hier gleich einen Link. Dort könnt ihr das gerne alles nachlesen. Und wenn man bedenkt, dass so ein kleines Plättchen letztendlich nur 5,95 € kostet, dir aber im wesentlichen großen Teil deiner Gesundheit dienlich ist, dann ist das, glaube ich, eine super Investition, weil diese Investition ist auch nur einmalig, nicht wiederkehrend, weil diese Schungittplatte hält immer und ewig. An dieser Stelle, wir sind froh, heute geliefert zu bekommen und euch dann damit wieder beliefern zu dürfen. Ja, alles Liebe, alles Nett, alles Hübsche, alles Schöne. Bis die Tage, einen schönen Tag noch und Tschüssikowski. Bye, bye.